Hallo liebe Kaffeeliebhaber. In letzter Zeit scheint es bei Maschinen vor allem um eines zu gehen. Größer, komplexer, aufwendiger, mit mehr Spielereien. Aber es gibt einen kleinen Hersteller aus der Schweiz, der das alles ein bisschen anders sieht. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Maschine zu testen. Und ich muss euch sagen, ich war echt überrascht, aber bleibt dran. Dieses kleine, schöne Stück ist die Zürcher E2S. Wahnsinnig kleine Maschine und vor allem, wenn man sie jetzt hier im Vergleich sieht, zum Beispiel zur Mara oder hier im Vergleich zur Anna, winzige Maschine und man muss ehrlich sagen, sogar neben der Delica ist sie nicht wirklich groß. Aber die Größe ist ja nicht alles und ich habe mir gedacht, hey, ich muss mir das Ding mal anschauen, weil kann die einen guten Kaffee zaubern und um den Preis erwartet man sich dann schon einiges. Hier muss ich kurz reinschneiden, wenn ihr euch das Video jetzt anschaut und euch denkt, ah, der ist der komplett angrennt, der vergleicht die Maschine mit einer 400 Euro Lelit Anna oder mit einer 1000 Euro Mara. Aber ich muss schon sagen, wenn man rein über den Preis geht, brauchen wir da nicht reden. Da können wir viele von den Maschinen kaufen, da können wir fast zwei von den Maschinen kaufen. In der Hinsicht geht es nicht, aber schaut euch mal an, wie groß die Maschinen hier im Vergleich sind und die Maschine kostet momentan so um die 1700 Euro. Hier stehen wir so bei 400 rundherum und hier stehen wir so um die 1000, 1200. Und dennoch würde ich sagen, sie ist absolut relevant und interessant. Preislich müssen wir da anders reden. Wenn wir sagen, hey, I'm on a budget, ich möchte nicht zu viel ausgeben und möglichst wenig Geld guten Kaffee machen, vergesst die Maschine, lasst es sein. Das muss immer in das jeweilige Budget hineinpassen. Die Mara, super Maschine. Für das Geld auch unglaublich gut und in manchen Belangen vielleicht sogar besser als diese Maschine, aber nicht in allen. Kommen wir aus der Architektur und ich muss sagen, schöne Maschinen sind ja immer was. Eine Maschine, die wunderschön designt ist und sehr schön schlicht. Die Verarbeitung ist top. Keine scharfen Kanten und auch wenn man sich denken würde, hier oben, das würde jetzt scharf sein. Nein, Deckel aus Holz, Wassertanke aus Glas, Holzgriffe und zwei Knöpfe und das war's. Aber so schlicht und simpel, kann das dann wirklich einen guten Kaffee zaubern oder mache ich da nicht viele Abstriche? Und ich muss zugeben, das war immer meine Meinung. Aber Zürcher hat vor kurzem ein Pop-up gehabt in Wien und ich habe ihnen geschrieben und gesagt, hey, ihr habt dieses Pop-up in Wien. Und ich habe es leider nicht geschafft, aber könnte ich die Maschine mal in mein Studio holen und einfach mal ein paar meiner Lieblingscafés damit machen und schauen, was sie so zaubern kann und vielleicht ein Video drüber machen. Und sie haben zurückgeschrieben, kurz danach, und gesagt, ja, klar, mach's. Und hier sind wir jetzt. Ich habe die Zürcher und auch die Mühle von Zürcher, das ist die G2 hier und es ist eine 54 mm Mühle mit einem wunderschönen Glas Hopper. Ich habe mir da auch nicht viel gedacht. Ich habe mir gedacht, hey, das sind ein kleines Ding, sehr designlastig, aber wie super kann das sein? Und ich muss euch sagen, also ich gehe jetzt mal die Maschine durch Stück für Stück und dann machen wir einen Kaffee. Aber fangen wir mal an. Machen wir die Maschine mal an. Schon das Geräusch, hört sich das an beim Anschalten, super wertige Taste, also einfach nur schön. Es leuchtet hier oben, wenn das hier unten leuchtet, ist die Maschine ready. Die Maschine ist von der Bauart her etwas, was es eigentlich so, habe ich noch nie gesehen, aber davon abgesehen hat sie einfach einen kleinen Kessel. Einen 70 Milliliter Kessel und den macht sie warm, da braucht sie nicht viel warm machen und dann kann sie sehr schnell Kaffee machen. Das ist eine super Geschichte, das kennt man auch. Lamazocco macht das zum Beispiel. Kleiner Kessel fürs Kaffee machen und dafür sind sie berühmt. Hier auch ein winziger Kessel, ein Alukessel mit einer speziellen Titanbeschichtung mit der Medizintechnik zusammen entwickelt. Cooles Ding, ich kann nur sagen, ey, es sind 2 Minuten warm, die Maschine ist ready. Sie ist schon ready zum Kaffee machen, sagt sie. Ich habe sie gerade vorher verwendet, dadurch ging das jetzt einen Tick schneller. Und dann hat sie auch eine Dampfpflanze. Auf die gehen wir später ein, ich möchte jetzt mal beim Kaffee-Teil bleiben. Ästhetisch, die Maschine zeigt dir schon alles, worum es geht. Ein schlichtes Metallkleid, top verarbeitet, also das schaut richtig, richtig gut aus. Und sie ist halt so wahnsinnig klein und schlicht und im ersten Moment denkt man sich, das ist ein kleiner Einkreiser und da kann ja nicht viel passieren. Aber ich muss sagen, man merkt dann schon, wenn man es in die Hand nimmt, das sind schon ein paar Sachen anders. Es fängt für mich immer an, wenn ich einen Siebträger in die Hand nehme, erstens einmal das Gewicht. Und ja, der liegt gut in der Hand, aber er ist auch wirklich gut designt. Also er ist fast wie so ein Lamazocco-Siebträger, hat eine Auflage hier vorne. Es gefällt mir total gut, weil wenn ich temper, kann ich den hier einfach schön ansetzen und tempen und hab da schönes Spiel, hab was gut zum Aufsetzen und die Nase sitzt hier nicht am Boden. Also das ist schon, haben wir einen eigenen Siebträger,
schönes Ding mit einem guten Sieb drinnen. Da hatte ich nichts zum Meckern oder Austauschen, so wie es sich gehört. Eine super schöne Dusche, die ist auch von der Wertigkeit und von der Beschichtung von diesem Aluminium und Edelstahl hier außen, das wirkt einfach super wertig. Weiter geht's hier unten. Schöner, dicker Metallteil und dann die Abtropftasse, die aus Plastik ist, die sehr, sehr klein ist. Aber wie alles an der Maschine, sie ist klein, sie braucht nicht mehr. Wir brauchen da ja hier nicht groß übertreiben. Also wieder zurück und schauen wir uns noch hier hinten kurz rein. Holzdeckel drauf und hier hinten geht ein Schlauch rein und ich habe einen Glaswassertank. Wirklich einfach schön, Glaswassertank zu sehen, ist leider sehr, sehr selten bei Kaffeemaschinen. Gibt es eine Handvoll, die das haben und ich würde das wirklich gerne öfter sehen. Das Problem ist, wenn eine Maschine so schnell aufheizt und dann nicht Tricks verwendet wie Lamazoco in den letzten Maschinen, wo sie den halben Siebträger aus Kunststoff machen und dann auch andere Kunststoffteile einbauen, muss ich Wasser durch die Maschine spülen, damit sie warm wird. Und natürlich werden auch meine Tassen oder was so nicht warm. Das heißt, ich schnappe meine Tassen und spüle mal Wasser rein. Nehmen wir uns zwei schöne Vittore-Tassen und lassen hier Wasser rein. Und das ist was ich bei der Maschine halt immer machen muss. So heize ich mir die Tassen vor und so heize ich mir den Siebträger vor. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hasse es, Wasser durch den Siebträger laufen zu lassen. Einfach, ihr habt es jetzt gesehen, weil in einem Siebträger dann immer extrem viel Wasser drinnen steht und ich das halt wirklich loswerden muss. Und man sieht auch selber in den Werbevideos von Zuriker, die extrem gute Videos zu ihrer Bedienung der Maschine haben, wie sie das eben auch empfehlen und wie es dann immer aus dem Siebträger unten raus tropft, auch kurz vor der Extraktion. Und das ist halt so ein Schritt, den muss man bei der Maschine machen. Man muss darauf schauen, dass nach dem Durchlaufen ist das Ding richtig schön heiß, das ist kein Problem, aber dass man auch wirklich das ganze Wasser hier rauskriegt. Ich kann euch sagen, wenn ich mehrere Kaffees hintereinander mache, ist mein Ziel meistens, dass ich mit dem Wasserkocher die Tassen vorwärme, damit ich diese Sauerei nicht habe. Und was ich halt auch nicht mag, ist, wenn ich Wasser durch einen Siebträger laufen lasse und gerade davor ein paar Kaffees gemacht habe, ist immer so ein paar Kaffeereste in der Tasse und das muss halt nicht sein. Aber das sind First World Problems, sage ich ganz ehrlich. Bei dieser Maschine muss man sowieso lange suchen, bis man was findet, was einem nicht taugt. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal einen Kaffee mit der Maschine, um einfach zu zeigen, das ist kein Spielzeug. Und die macht einen guten Kaffee, aber dazu rede ich mehr, wenn wir es machen. Dann müssen wir kurz zur Mühle schauen. Ich war echt schockiert. Ich habe mir gedacht, die Mühle wird der große Downfall werden und ich habe da meine trusty DF64P und die hole ich dann raus und dann mache ich mit der Kaffee. Das sind 54 mm Scheiben. Sie hat einen extrem kleinen Todraum, die Mühle, so um ein Gramm herum oder was. Und stufenlose Verstellung. Glasding oben und eine wirklich coole Menüführung. Also da brauchst du keine Beschreibung lesen, generell auch bei der Maschine nicht. Es ist so selbstverständlich. Ich habe drei Modi, Einzelportion. Wenn ich drauf drücke, kann ich die Zeit einstellen. Doppelportion, kann ich die Zeit einstellen. Oder eben Dauer malen, wenn ich jetzt drauf drücke, dann malt er dann. Da kann man auch die Zeit dann anzeigen. Ich gehe zur Einzelportion, super schön mit diesen Punkten hier drauf. Ich bin ein großer Fan von nicht direkt in den Siebträger malen. Wir werden es jetzt trotzdem einmal machen, um euch zu zeigen, wie das Ganze läuft. Das fängt nämlich schon das erste an. Den Siebträger hier, den kann ich nicht hinlegen, ich muss ihn die ganze Zeit halten. Ich habe von der Asaya hier einen Bohnenbehälter, einen Dosing-Cup, der einfach perfekt zu dieser Mühle passt und den werde ich jetzt verwenden. Das Schöne ist, das vorher schon schön eingestellt. Ich musste mir zugeben, das ist immer so eine Sache, wenn ich eine neue Mühle habe. Wie lange brauche ich, um mit dieser Mühle warm zu werden? Und mit der Zuriker Mühle, muss ich sagen, war ich sehr schnell warm. Es ist komplett klar verständlich, wie sie zu bedienen ist. Ich kann sie als Single-Dosing-Mühle bedienen, muss daran denken, dass ein bisschen Kaffee am Weg verloren geht. Ich habe dann immer danach gewogen. Das war schon sehr fein. Ich verwende sie jetzt als Hoppermühle, weil das sehr gut geht. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eine 54 mm Mühle und es gibt so gewisse Sachen, wo ich dann immer der Meinung war, sage ich ganz ehrlich, dass 54 mm Mühlen den 64ern deutlich überlegen sind. Gerade wenn ich ganz fein mahlen muss oder hochrobuste Anteile habe, wo ich dann sehr fein mahlen muss und sehr ölige Bohnen habe, habe ich mir gedacht, fangen wir gleich einmal mit einem der zickigsten, mühsamen und pickigsten Kaffees an, die ich hier so liegen hatte und schnappen wir uns den Kaffee und ich zeige euch das einmal. Das ist der Haiti Golden Glass. Es ist ein winziger römischer Röster. Das ist seine Barmischung. 90% Arabica, 10% Robusta. Schön dunkel geröstet. Das ist
kaum ein Glanz auf den Bohnen, also nicht neapolitanisch, aber dunkel. Und Haiti will bei all seinen Sorten und beim Golden Glass speziell verdammt fein gemahlen werden. Und so richtig fein mahlen führt er oft dazu, dass eine Mühle verstopft oder dass die Mühle dann nicht das macht, was man gerne hätte, dass sie macht und so weiter. Nichts bei der Mühle, kein Problem. Für den Anwendungszweck, für den sie gedacht ist, generell ist das Setup gedacht, hey, ich mache schneller einen Kaffee, können wir loslegen. Bevor jetzt alles hier kalt wird und die Maschine, die ja dann in den Standby-Modus geht, in den Standby-Modus geht, ich mal kurz die Tasten noch ausleeren und machen wir mal einen Kaffee und reden wir dann weiter, weil machen wir mal einen Kaffee. Ich mag ja Dosencup arbeiten am liebsten, weil es einfach die sauberste Geschichte ist und da nichts daneben geht. So, jetzt habe ich hier meinen frisch gemahlenen Kaffee. Und also Siebträger ist super zum Tempern so. Schnappen wir uns mal einen Leveler. Dann tempen. Und da haben wir es. 58 mm Siebträger. Ich kann meine Lieblingssiebe mitnehmen und nutzen. Ich muss sagen, das Sieb, was dabei war, war top. Ich habe das EMS Competition Sieb, was ich immer gerne nehme, ausgetauscht. Da habe ich keinen großen Unterschied festgestellt. Bin wieder zum Zuriger Sieb zurückgegangen, das die da drinnen hatten. Machen wir damit mal einen Kaffee und dann reden wir weiter. Die Maschine steht generell sehr gut. Ich habe da jetzt ein bisschen angezogen, weil sie nicht super steht. Es ist nicht so wie die Lilidana, die ich immer festhalten muss, wenn ich sie bediene. Und starten. Also, was können wir gleich als erstes sagen? Die Maschine hat eine Vibrationspumpe, wie bei so kleinen Maschinen üblich. Und sie haben das wirklich schön gelöst, sodass die Vibrationspumpe keine Vibration zum Beispiel an die Abtropftasse weitergibt, wo dann die Tassen beginnen herumzuwandern. Sie vibriert leise vor sich hin. Ich finde das jetzt nicht übermäßig laut. Für so eine kleine Maschine sehr angenehme Lautstärke. Und mir ist gleich am Anfang aufgefallen, bin relativ schnell mit ihr zurechtgekommen. Erster Kaffee war schon ziemlich gut. Kaffee rinnt langsam, gemächlich raus. Ich kann mit dem gleichen Mahlgrad arbeiten, wie ich es bei unseren großen Gastromaschinen gewohnt bin. Bin einfach direkt damit rein und mir dachte, es wird nie was mit der kleinen Maschine. Kein Problem. Die hat mich angeschaut, die Maschine, und gesagt, hey, warum soll ich ein Problem damit haben? Es war echt schockierend. Also ich habe nicht erwartet, dass so ein kleines Ding genauso arbeiten kann wie eine große. Wie ich da mitbekommen habe, die Maschine kann ich bedienen wie eine große E61, wie eine Faimina, wie sogar wie eine Faima Legend. Wenn ich das im Mindset habe und Kaffee machen kann, ehrlich, ist das eine super Kombi. Die Mühle hat mich überrascht. Also, die haut die Ergebnisse raus, genauso wie ich es mir erwarten würde. In der Tasse habe ich einen cremigen, vollen, dichten Kaffee. Schmeckt er ident wie aus einer E61? Nein, absolut nicht. Ganz und gar nicht. Da sind auf jeden Fall Unterschiede. Schlechter? Nein, auch nicht. Ich hätte eigentlich mir dann gedacht, na, das ist eine kleine Maschine, ein kleiner Siebträger. Vielleicht, sie schmeckt anders. Sie holt andere Noten raus, als ich es bei manchen meiner Kaffees gewohnt bin. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist ein 90% Arabica-Kaffee. Und das ist der Haiti Golden Glass. Und Arabica hat hier generell Fruchtnoten mehr mit als Robusta hat keine Fruchtnoten und auch von der Röstung her versucht Haiti zwar die Fruchtnoten wegzurösten, aber ich habe noch immer was Leichtes da. Während ich aus der Kaffee aus einer E61 Maschine ist sehr Nougat-mäßig, dunkle Nougat, langer Nachgeschmack, ein bisschen Nuss dabei und vielleicht so eine Andeutung von Himbeere, würde ich sagen. Aus der Zuriger habe ich den Nougat, aber die Nougat ist da hinten. Hab ein bisschen Schoko vorne, die ist voll dabei, also Schokopulver. Und die Himbeere ist voll da. Und ich habe plötzlich halt einfach mehr Frucht drinnen. Der Kaffee ist nicht sauer oder irgendwas, aber da kommen werden einfach andere Nuancen herausgearbeitet. Und ich habe 10 Kaffees so durchprobiert und wir haben uns mit der Mühle gespielt und ich habe mit anderen Mühlen probiert. Und ich muss sagen, das Baby macht super Ergebnisse. Ich bin mit der Mühle echt überrascht, preis-leistungsmäßig. Gibt es Mühlen, die mehr bieten ums gleiche Geld, aber in der Ästhetik und in der Handhabung schon ein gutes Ding. Und der Kaffee, also ich muss schon sagen, sie holt super guten Kaffee hier raus. Man muss halt sagen, 2 Minuten Aufwärmzeit, ich lasse Wasser durchlaufen in meine Tasse, mache meinen Kaffee, trinke ihn, denke mir, wow, das Leben ist schön. Mache sie aus und gehe arbeiten. Wenig Tabdam, wenig Spielerei, es nimmt wenig Platz zu Hause weg und in der Hinsicht muss man sagen, die Maschine ist verglichen zu zum Beispiel auch zu einer Mara X, die ich immer gerne als die perfekte Maschine für zu Hause anpreise, wenn ich in dem Budgetklasse bin,
Die Mara X ist eigentlich Overkill. Ich brauche eine E61-Brühgruppe zu Hause, um 4 Kaffee am Tag zu machen, 5 Kaffee am Tag zu machen. Muss man sich ja schon ehrlich überlegen, ob ich diesen riesen Messingblock, der diese Brühgruppe ist, echt aufheizen muss, um mir meinen kleinen Kaffee zu machen, oder ob ich nicht mit was kleinem, feinem, agilen auskomme, mit dem ich mir einfach schnell meinen Kaffee mache, Maschine aus und weiter geht's. Und da muss ich sagen, war ich wirklich überrascht, dass ich hier vollwertige Siebträgerergebnisse aus diesem kleinen Zuriger bekomme. Ja, ihr seht noch immer, ich bin noch immer ein bisschen perplex, vor allem was da rauskommt, also dunkle Creme und so weiter. Kommen wir mal kurz zu den Downfalls sozusagen, die man so sagen kann, die gleichzeitig auch vielleicht ihre Stärken sind. Ich kann bei dieser Maschine die Temperatur nicht einstellen. Oh Gott, denkt ihr euch, da geht die Welt unter, da kann ich keinen Kaffee machen. Ja, absolut, wenn man das natürlich gewohnt ist, habe ich viele Spielmöglichkeiten, kann viel machen, kann viel verändern, taugt mir auch sehr, muss ich sagen. Bei manchen Kaffees wollen ein bisschen mehr, manche wollen ein bisschen weniger. Der Kaffee zum Beispiel will eigentlich mehr Temperatur haben. Das weiß ich, der fühlt sich einfach wohl bei 94, 95 Grad. Das hat die Maschine nicht bei dem, was rauskommt. Und dennoch ist er super. Und das muss man auch sagen, es war auch früher recht unüblich, dass ich bei Maschinen Temperaturen einstellen konnte. Die kamen so vom Hersteller wie die Lilith Anna und machen geilen Kaffee. Wenn jetzt mein Kaffee zur Maschine passt und nicht super pingelig ist, ja, und das muss ich halt auch zugeben, dunkelgeröstete italienische Kaffees, so viel ich da gerne im Detail abnörde, sind nicht so schwer zu machen und sind auch recht gutmütig. Selbst die zickigen, wie dieser Kaffee, sind relativ gutmütig, wenn das nicht perfekt passt. Die Maschine macht ja alles super. Schmecken sie ein bisschen anders wie bei der E61, wo ich vielleicht auch noch die Temperaturen dann regulieren kann, oder bei einer vollgesättigten La Marzocco. Ja, ganz klar schmecken sie anders. Es schmeckt auch immer verdammt gut. Ich habe mir zu Hause mit einem kleinen Setting schnell einen guten Kaffee gemacht. Und da muss ich schon sagen, lass mich den kurz trinken erst. Das ist schon was Feines. An Ästhetik, ich kann mich schwer an der Maschine satt sehen. Ich muss sagen, die ist wirklich schön. Was ich euch jetzt gleich noch, bevor ich da länger drüber sinniere, zeigen will, ist, wie man mit der Maschine einen Cappuccino macht. Weil das ist nah an Grenz genial gelöst. Also, tun wir mal Siebträger auslernen. Das machen wir kurz einen Cut. Und schon ist sie wieder geputzt und alles ist sauber und wir können Cappuccino machen. Holen wir uns mal Cappuccino-Tassen. Und dann zeige ich euch das. Und natürlich darf ein Milchkandl nicht fehlen. Also Cappuccino-Tassen. Und da kommen wir schon zum ersten, was man halt einfach bedenken muss. Und gleichzeitig, das hat eigentlich eh jeder zu Hause. Wenn ich mir so eine kleine Maschine hinstelle, wäre es sehr praktisch, wenn ich einen Wasserkocher noch ready hätte. Gerade wenn ich mehrere Kaffees hintereinander mache, um meine Tassen vorzuheizen. Oder auch einfach nicht immer durch den Siebträger das Wasser durchzuspülen in die Tassen. Ich mag das nicht, dann habe ich ein bisschen losen Kaffee drin und so weiter. Ich bin kein Fan davon. Also, schaut mal. Wie heißt das so schön? Ich habe mir da schon was vorbereitet. Heizen wir mal die Tassen vor. Und während die vor sich herheizen, holen wir uns mal wieder eine Doppelportion. Was ist jetzt so speziell an der Dampfpflanze von der Maschine? Ich zeige euch das nachher in Action. Aber das wirklich Coole ist, ich kann die Zürcher Maschine, wenn ich die ohne Dampfpflanze gekauft habe, auch noch nachrüsten mit der Dampfpflanze. Das bauen sie mir dann dazu. Und was sie machen, sie haben den Kessel, den kleinen Kessel, mit dem sie den Kaffee machen, und da habe ich ja Wasser drinnen, so mit 93 Grad herum. Und mit dem mache ich auch meinen Kaffee. Eigentlich optimale Temperatur zum Kaffee machen. Die Kaffeemacher haben auch eine wunderschöne Review zu der Maschine und da haben sie eben festgestellt, die Extraktionstemperatur ist dann so eher bei 91 Grad. Aber im Kessel habe ich meine 93 Grad und ich nehme das Wasser aus dem Kessel 93 Grad und heize es mit so einem kleinen Extra-Teil, ich nenne es mal einen kleinen Thermoblock wahrscheinlich, auf 130 Grad, nur für die Dampfpflanze extra. Das Schöne daran ist, erstens geht es schnell, die Dampfpflanze ist relativ schnell einsatzbereit und ich kann direkt nach dem Schäumen auch wieder Kaffee machen und muss nicht schauen, dass die Temperatur im Kessel wieder runtergeht, wie bei einem Einkreiser üblich. Speed her ist das eigentlich verdammt nah dran an einem Zweikreiser. Also ich habe diese winzige Maschine und ich habe den Komfort vom Schäumen und Kaffee machen wie beim Zweikreiser. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Bevor ich das weiter schwärme, machen wir einen Cappuccino und schaut sich das mal in Action an. Ja? Ich habe das nicht oft gemacht und ich muss zugeben, es war von Anfang an irgendwie selbstverständlich, wie es funktioniert. Das ist generell das Schöne an der Maschine. Wenn ihr schon mal Kaffee gemacht habt, werdet ihr euch extrem schnell mit ihr zurechtfinden. Und das finde ich immer schön, das spricht auch immer für das Design einer Maschine und auch der Mühle, dass es einfach logisch und schnell ist. Ja? Mal leveln, tempen. Dann machen wir mal einen Kaffee. Als allererstes natürlich, das Wasser werden wir hier draus los.
Sie hat eine kleine Abtropfschale, deswegen würde ich da jetzt nicht großartig was reingießen. Jetzt machen wir mal den Kaffee. Perfekt, da haben wir den Kaffee. Und jetzt, das müsst ihr euch geben. Kein Vorspulen, keine Videotricks hier. Ich drehe das raus, in dem Moment wird das Ding jetzt in den Dampfmodus. Und wenn es in Dampfmodus ist, ist es orange. Ziemlich selbsterklärend. Sobald das leuchtet, kann ich schäumen. Taugt mir auch total. Keine Radeln. Ich finde diese Drehräder immer generell extrem mühsam. Und ich bräuchte jetzt, ich habe jetzt hier in meiner Ding schon, in meiner Milchkanne schon ein bisschen Milch drinnen. Milch für zwei Cappuccino wohlgemerkt. Jetzt tun wir hier ein bisschen was ausblasen. Ihr seht es auch. Nicht von schlechten Eltern. Da kommt gute Leistung raus. Jetzt gehen wir her und tun wir mich schäumen. Schauen wir mal, ob ich das von hier gut hinkomme. Der Winkel der Dampfpflanze ist optimal, vor allem sie geht nach oben. Ich sage mal, Mama Zocco, schaut sich das ab für die Mikra. Kommt bitte, schaut, wie viel Platz ich bei so einer kleinen Maschine zum Schäumen habe. Also wirklich super gelöst, da könnten sich einige Hersteller was abschauen. Man hört dieses leichte Klopfen. Ich würde sagen, das ist, nennen wir es mal Thermoblock, der das Wasser mir aufheizt am Weg raus aus dem Kessel. Sie macht super mich schon. Die Dampfpflanze wird nicht übermäßig dreckig. Ja. Muss auch zugeben, nicht wirklich heiß. Also da ist wahrscheinlich was Doppelwandiges. Summen wir das mal ausblasen noch. Ich nehme mal wieder den hier zum Reinblasen. Fertig. Und dann. Schaut sich das an. So. Und jetzt habe ich hier meine Milchschaum. Ich bin jetzt kein Latte-Champion oder was, aber ich kriege damit eine super Milchschaum hin mit der Maschine. Ohne Mond, ohne Mäh. Und wir können auch sicher was Schönes gießen. Also Ausreden gibt es da keine. Die Maschine macht einen super Milchschaum. Und also ich war, wie ich das erste Mal gemacht habe, echt hin und weg, wie easy und schön sie das machen kann. Super gut. Also, ja, so macht es einfach eine Freude. Ich kriege damit easy eine super Milchschaum hin. Probieren wir es mal kurz her. Ja, der trocken ist. Das heißt, ich habe da nicht super viel Wasser drinnen, wie ich zum Beispiel bei der Lilith Anna, gerade wenn ich mit einem kleinen Kessel arbeite, kriegen die Maschinen dann oft Probleme einfach mit der Dampfleistung. Ja? Wie meine ich das? Wenn ich den kleinen Kessel umstelle auf Dampf und dann Cappuccino für zwei Cappuccino schäumen will, brauche ich relativ viel Dampfpower. Und es ist das, wo zum Beispiel eine Lilith Anna an ihre Grenzen kommt. Sie schafft es, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sie schafft einen einzelnen besser und dann den zweiten danach. Wenn ich beide auf einmal mache, habe ich relativ viel Wasser dann auch in der Milch drinnen, in der Tasse, und das ist einfach nicht das Gleiche. Das ist ein schön trockener Schaum. Ist es Lama Zocco oder Slayer Niveau? Nein, natürlich nicht. Aber er ist verdammt fein und gut, und für den Einsatzzweck ist das super. Also ich kriege ein super Ergebnis hin aus dieser kleinen Maschine, ohne Mond, ohne Mäh. Und es ist eine echt langweilige Review oder ein langweiliger kurzen Test, den ich hier mache zu dieser Maschine, weil da gibt es wenig auszusetzen. Sie macht den Kaffee gut, sie schäumt gut und sie ist deppensicher zu bedienen. Und die Mühle ist genau das Gleiche. Also eigentlich stinkt langweilig und genau das sollen sie sein. Er stellt sich die zu Hause hin, sie brauchen wenig Platz, sie machen einen guten Kaffee. Sie geht alleine in den Standby, wenn ich es vergesse, sie macht den Kaffee, geht weg, sie geht in den Standby, schaltet sich aus. Wenn ich sie dann doch wieder brauche, ist sie in 2 Minuten ready. Einfach zu reinigen, einfach zu pflegen und braucht wenig Energie. Eigentlich sind wir hier bei der Kaffeemaschine fürs 21. Jahrhundert angekommen. Natürlich, kurzer Schluck noch, gibt es ein paar Sachen, die ich schon sehr gerne hätte, die sie nicht hat. Weil die Maschine ist sehr stark auf manuell Kaffee machen ausgelegt, so wie zum Beispiel die Lilith Anna. Und man kann damit auch gut lernen, Kaffee zu machen. Sie hat halt einen leicht schmerzhaften Preispunkt und ist nicht unbedingt günstig und muss sich deswegen auch anhören, was denn nicht schön wäre, was noch drinnen wäre. Weil ich finde die Lösung im kleinen Kessel und mit diesem Thermoblock für die Dampfpflanze eigentlich super. Die Ergebnisse sind wirklich gut, in der Tasse ist es auch super.
Aber um den Preis, den Sie für die Maschine verlangen, ich linke euch unten die Homepage rein. Zu meinem Review-Zeitpunkt sind es mit dem Dampf so um die 1700 Euro für in der Farbe. Ja, da musste sich halt ein paar Sachen gefallen lassen. Ja, das ist natürlich jetzt Kritik auf hohem Niveau. Aber das Problem ist, ich habe halt dieses super schöne Display hier in der Mühle gesehen. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut gelöst und es zeigt mir das, was ich haben will. Das hätte ich bei dem Baby eigentlich auch gerne. Und aus folgendem Grund, ich hätte gern einen Shot-Timer. Ich finde generell, ein Shot-Timer ist extrem wichtig zum Arbeiten. Ich tue mir einfach leicht nachzuvollziehen, wo ich bin, und ich brauche keine Volumetrik und so weiter, nicht bei so einer kleinen Maschine, wo die Maschine dann selber stoppt bei der richtigen Menge. Aber ich würde einfach gerne wissen, wie lange der Kaffee schon läuft. Und natürlich würde ich gerne die Temperatur vielleicht anpassen können. Das würde mir schon Möglichkeiten geben. Mir ist schon klar, dass das Konzept von der Maschine verkomplizieren würde, gerade für Anfänger, die dann sagen, oh, welche Temperatur ist jetzt die wichtige und so weiter. Aber das wäre halt in dem Preispunkt schon etwas, was wir Kaffee-Nerds halt schon gerne hätten, und ist nicht so günstig, das Ding. Aber dann das, was es in der Tasse macht und was ich dann zum Trinken bekomme und das Gesamtpaket, muss man schon sagen, da bin ich bei der Espressomaschine im 21. Jahrhundert angekommen. Sie braucht wenig Energie, sie ist schnell warm, sie macht einen guten Kaffee, ich mache sie aus und das war's. Die ist einfach zu pflegen. Und das ist Punkt Nummer 2. Ich habe einen virtuellen Zweikreiser nächstes Mal. Also das Ding hat kaum Nachteile neben einem Zweikreiser, aber ich kann es super easy entkalken. Sie haben auch die Videos dazu. Und jetzt kommt der Oberschmäh. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ist so schön zu sehen, dass sich jemand wirklich was gedacht hat. Ich habe ein Kalkungsvideo zum Zweikreiser gemacht. Das linke ich mir hier oben rein. Zu Mara X, und es ist ja relativ aufwendig, das zu machen. Und es ist so, das Hauptthema ist, wenn ich eine Säure verwende in so einer Maschine, sollte die nie heiß werden, die Säure. Es gibt für diese Maschine einen Kalkungsprogramm, weil die ist ja so schnell warm, da wäre alles andere relativ mühsam. Da wird die Maschine höchstens 40 Grad heiß und ich kann sie damit dann entkalken. Und da merkt man, da hat sich jemand halt wirklich überlegt, wie ich diese Maschine auch länger verwenden kann, wie ich sie reparieren kann. Sie ist einfach aufgebaut und macht einen guten Kaffee. Heieiei. Ehrlich, da wird es richtig schwer zu sagen, was mir da so richtig fehlen würde. Ja? Wenn ich jetzt so als daneben stelle, von den Maschinen, wo ich immer sage, E61 finde ich für zu Hause meistens Overkill, gerade wenn man heutzutage bedenkt, wie viel Energie die Maschine braucht, nur zum Warmwerden, wenn ich mir dann zum Beispiel nur 2 Cappuccino mache. Also muss ich mir schon überlegen, ob das heutzutage noch Sinn macht. So, genug geschwärmt. Schauen wir, dass wir das mal alles zusammenfassen. Was könnt ihr euch von einer Zurich erwarten? Und ist das für jemanden, der gern dunklen Kaffee trinkt, was? Dunkle Röstungen trinkt? Kriege ich da wirklich einen vollwertigen Kaffee oder mache ich da viele Abstriche? Und ich habe mir eigentlich erwartet, dass ich Abstriche mache, dass ich vor allem geschmacklich vielleicht nicht das Volle kriege und dass da viel verloren geht. Und zusammenfassen muss ich wirklich sagen, also sie extrahiert Kaffee verdammt gut. Sie schmeckt etwas anders als E61. Ich finde generell, dass E61 Brühgruppen einfach durch ihre thermische Masse und auch durch die Kurve, die Temperaturkurve, die drinnen entsteht bei der Extraktion, wo sie mal zu heiß und dann zu kühl sind, die machen den Charakter von E61 aus, und das führt auch dazu, dass der Kaffee schön rund und schön weich ist und einfach mollig. Das habe ich bei der Brühgruppe nicht. Nein, ich habe einen sehr klaren, sehr, sehr guten Kaffee, aber der ist sehr abgegrenzt. Also wenn ich das jetzt so in Formen sagen muss, eine E61 macht so eine runde Kugel, sehr gemächlich, sehr rund, kann auch sehr dicht sein. Das hier ist ein bisschen eckiger, also fast wie ein Würfel, so straightforward, fast wie die Maschine. Also ich habe diesen sehr, sehr abgegrenzten, sehr, sehr klaren Geschmack, schön dicht, da fehlt nichts am Körper. Die Cremigkeit kriege ich auch hin, aber die Geschmackskanten sind einfach sauberer und klarer gezogen. Der Kaffee schmeckt anders als so eine E61, aber kein Vergleich zu anderen kleinen Maschinen, wo ich dann sage, ja, natürlich, das ist eine günstigere Maschine, die schmeckt etwas simpler. Das habe ich hier nicht. Ich habe einfach ein anderes Geschmacksprofil dann in der Tasse. Ich selbst war sehr überrascht und ich könnte mit der sehr gut zu Hause leben, weil ich dann meine Einstellungen entsprechend auf die Maschine anpassen könnte und damit sehr gut arbeiten kann. Die Mühle hat mich noch mehr überrascht. Eine 54mm Scheibenmühle. Das ist normalerweise schon das unterste Limit, wo ich dann sage, wenn es nicht sein muss und ein bisschen mehr ausgeben willst, gehe ja größer. Bei der Mühle habe ich das nicht vermisst. Es gab eine sehr, sehr schöne Review auch von den Kaffeemachern zu dieser Mühle, dass sie warm wird, wenn ich viele Kaffees hintereinander mache. Absolut klar. Ich meine, 54mm Mühle mit sehr wenig Toleranzen. Natürlich wird sie warm.
ist aber auch nicht dafür gebaut. Das ganze Setup ist nicht dafür gebaut, dass ihr eine kleine Gastro betreibt oder eine Großfamilie mit Kaffee füttert, sondern es ist halt dafür gedacht, dass ich 2, 3, 4 Doppelshots in der Früh mache und dann in die Arbeit gehe oder dann in den Tag starte und dann den ganzen eine Pause gebe, weil alle noch Kaffee trinken müssen, dann vielleicht wieder Kaffee mache. Was ich sicher nicht kann, ist durchgehend Shots machen. Ich habe das selber gemerkt, wenn ich 10 Kaffees in Folge gemacht habe, war sie nicht so happy und da war auch der Output hat sich ein bisschen geändert. Aber wenn ich meinen Kaffee mache und dann zubereite, dann alles sauber mache und dann wieder meinen Kaffee mache, war die Müde nicht das Limit. Also da habe ich kein Problem gehabt. Man muss sich auch ehrlich sein, auch zu sich selber ehrlich sein, wenn man sich neues Equipment kauft, brauche ich das Gastroniveau? Habe ich vor, Kaffee ohne Ende rauszuschießen oder möchte ich einfach nur 4 Kaffee machen, das Leben ist schön und weiter? Das ist gerade bei der Maschinen- und Mühlenkombi ein Thema, was extrem gut getroffen wird. Und das ist auch sicherlich die Zielgruppe. Und das ist, finde ich, extrem gut getroffen. Ich kriege super Kaffee in einem kleinen Grundriss mit wenig Energieverbrauch. Gut wiederholbar, leicht zu handeln. Also, cooles Zeug. Also, richtig cool. Sie wird in der Schweiz gebaut und die Schweizer sind ja für ihre Uhren, für ihre Präzision und so weiter bekannt. Und dementsprechend dann auch immer für ihren Preis. Und man merkt schon, dass das richtig wertig ist. Aber es ist halt dann schon ein ordentliches Preisschild für die Größe von Maschine. Wenn man aber weiß, was man hier kriegt, muss ich echt sagen, es klingt jetzt echt schlimmer, wenn ihr euch den Preis anschaut, denkt ihr euch alle, ist der angrennt. 1700 Euro für das kleine Ding wirkt viel. Und wenn ich die Mara daneben stelle, viel größer, viel dicker, macht super Kaffee. Brauchen wir nicht reden. Wiegt halt irgendwie so, naja, die 700 Euro, wo sind die hin? Das ist ja alles viel kleiner geworden. Aber ich finde, das hat Zuriga einfach richtig verstanden. Der Fokus liegt genau darauf. Sie wird in der Schweiz gebaut. Sie ist sehr, sehr nachhaltig. Wenn sie Upgrades für die Maschine bringen, wie zum Beispiel eben diese Dampfpflanze, das ist so super, schaut sich das an, dann können die nachgerüstet werden. Das heißt, es ist auch keine Sackgasse, wird schön supportet, die Maschine. Also in der Hinsicht muss ich sagen, cooles Ding. Ich hatte riesen Spaß damit, muss mich vielmals bei Zuriga bedanken, dass ihr mir die geliehen habt. Ich war selber wirklich überrascht, was da aus der Maschine rauskommt. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, machen wir noch einen Kaffee und ich verabschiede mich mal. Ich bin der Philipp von Vittoria und das war die Zuriga E2S und die Zuriga G2. Und ich sage danke fürs Zuschauen.